es dünkelig komisch und ehrlich gesagt weiss ich gar nicht genau, wie es so wie gekommen ist. Aber auf jeden Fall ist der Unfall ein bisschen komplizierter als man meint. Es war letzte Woche für uns ein Meter Schnee. Und die Kinder den ganzen Tag draussen haben sie noch zum 9 gesehen. Im Garten ich glaub bauen und nebendran eine Schneeengelarmee. Da plötzlich wird's verdächtig still vor dem Haus. Ich mach mir Sorgen und schau mal zum Küchenfenster. Mein Sohn fliegt mit dem Schlitten grad vom Nachbar sein Tag direkt in den Wintergarten von der Frau Ahlensbach. Liebe Mobiliar, es ist zwar noch nicht lang her und ehrlich gesagt wünschte ich mir ja auch, dass es anders wär. Aber seit gestern sieht's bei uns in der Stube nicht mehr gleich aus wie vorher. Mittag war so gegen die halbe zwei. Und weil's den ganzen Tag geschifft hat, sind wir halt die Hei geblieben und haben uns mit Basteln und mit Malen Zeit vertrieben, ja. Und während ich den Zwieri auf den Tisch stelle, höre ich plötzlich ein Geräusch in deren Büchergestell. Meine Tochter schaut zufrieden ihres Kunstwerk an. Dummerweise hat sie dafür einen schwarzen Edding für mich.